Der Wald. Sehnsuchtsort der Deutschen. Und den kennt keiner so wie er. Peter Wohleben. Sein Buch Das geheime Leben der Bäume ist ein weltweiter Bestseller und verkaufte sich allein in Deutschland fast 1 Million Mal. Sein zentrales Thema? Der Naturschutz. Bäume sind ja nicht nur Holz- oder Sauerstoffspender. Das sind Mitgeschöpfe, die richtig was drauf haben. Also es lohnt sich, da mal nachzufragen. Peter Wohleben führt heute 2 Prominente durch den Wald. Eine Abenteuerreise all-inclusive. Mit Open-Air-Luxusschlafplatz, Waldkundeunterricht und Verpflegung all-you-can-carry. Mit dabei Hannes Jennecke, Autor und Schauspieler. Der Vegetarier setzt sich intensiv für den Tier- und Umweltschutz ein. Und Pierre M. Krause. Der Comedian und Moderator hat im SWR seine eigene Late-Night-Show. Fernab der Zivilisation begeben sich die drei auf ein 2-tägiges Abenteuer. So romantic. Ich bin der Herr des Waldes. Hört, hört. Ich bin völlig baff, wie wenig ich über die eigene Heimat weiß. Der Wald. Eine ganz eigene Welt. Faszinierend und voller Geheimnisse. Hier ist Peter Wohleben zu Hause. Der Förster und Naturschützer kämpft seit Jahren für den Erhalt des ursprünglichen Waldes und der Bäume. Naturschutz heißt für ihn auch Menschenschutz. Denn wer den Wald erhält, rettet auch den Lebensraum der Menschen. Heute geht es in eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete Deutschlands. Es beginnt in Frankreich mit den Nordvogesen und setzt sich in der Pfalz fort. Ein hügeliges Gebiet, das sich weit über 1500 Quadratkilometer erstreckt. Wir sind hier im Pfälzerwald, ist ein Biosphärenreservat, der Teil, wo wir uns bewegen. Wir bewegen uns sogar teilweise durch die Kernzone, also ein wilder, schöner Wald. Wenig Menschen, viel Natur, Sandsteinfelsen, also so ein bisschen wie USA Südwesten. Eine typische Touristenregion ohne zu viele Touristen. Die Kernzone, das ist das naturbelassene Zentrum eines Biosphärenreservats. Die Tier- und Pflanzenwelt soll sich hier frei entwickeln können. Und dabei stören die zwei sicher nicht. Hannes Jennecke, der schon mit Orang-Utans, Eisbären, Löwen, Delfinen, Elefanten drehte. Und Pierre M. Krause, die Stadtpflanze aus Karlsruhe. Also ich würde sagen, Pierre M. Krause, den würde ich schon so als Zivilisationsmensch einschätzen. Ich denke, der sitzt entweder am Computer oder im Studio, ne, also im Wald. Kann ich mir den nicht so gut vorstellen, aber ich lasse mich überraschen. Beim Hannes, den habe ich auch schon 2-mal gesehen, nur ganz kurz. Also ich kann nicht behaupten, dass ich ihn kenne. Aber ich weiß, der tickt in Sachen Natur ähnlich wie ich. Vielleicht ein bisschen härter. 2, die sich schon besser kennen. Pierre M. Krause besuchte Hannes Jennecke bereits zu Hause. Jetzt treffen sie sich auf neutralem Boden wieder. Wie weit ist es von dir zu Hause? Das hier ist schon so 120 Kilometer. Finde ich so weit. Für ein Ferienhäuschen ist es dann keine schlechte Distanz. Absolut, es ist wirklich eine schöne Gegend. Und die Pfälzer sind echt ganz angenehme Zeitgenossen. Kannst du den Dialekt nachmachen von denen? Nee, nicht so richtig. Aber 2 Weinschorbe, dann geht es. Zwischen Landau und Pirmasens liegt mitten im Pfälzerwald der Luitpoldturm. Ausgangspunkt für die 2-tägige Wanderung zum vorderen Windschattkopf. Ich muss sagen, es ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einem deutschen Wald übernachte heute. Hast du schon mal? Nee, das ist unser erstes Mal. Warst du früher so der Zelt-Camping-Typ? Wirkst so. Sehr kurzzeitig, aber inzwischen überhaupt nicht mehr. Was mich am meisten nervt, ist dieses Geräusch. Das zieht sich so von 21 Uhr bis 24 Uhr durch den kompletten Campingplatz. Ist das jetzt der Reißverschluss oder ist das eine Mücke? Das also ich dachte, du machst Mücken. Ja. Die Mücken machen. Und das gepaart. Das kann schon zu Psychosen führen. Deswegen bevorzuge Hotels. Ich habe ja sofort gesagt, ich mache das, wenn wir die Übernachtung im Wald faken. Aber da hieß nein. Ja, genau. Pierre M. Krause zieht das durch. Da mir haben sie gesagt, Hannes Jennecke zieht das durch. Die Straßen werden kleiner, die Spannung wird größer. Sie nähern sich dem Ort, an dem sie Peter Wohleben treffen werden. Die befestigte Straße hört auf. Es ist soweit. Okay. Ab hier gibt es kein Zurück mehr. Am Luitpoldturm wartet bereits Peter Wohleben auf seine Gäste. Anders als Hannes Jennecke und Pierre M. Krause kennt er das Gebiet.
Für seine Waldführung hat Peter Wohleben eine Wanderstrecke ausgesucht, die seinen Gästen den Wald näher bringen wird. Die Technik. Herr Jenicke, Ihr Gepäck? Den müssen wir schon mitnehmen? Ja, natürlich. Peter. Was ist das hier? Warum bist du so groß geworden? Du bist ja riesig geworden. Tja. Ihr kennt euch noch nicht, ne? Nee, wir kennen uns noch nicht. Nein, Pierre, hallo. Pierre und Peter, hallo. Ja, sehr schön. Ja, das ist toll, toll. Sagen wir du? Ja, klar, oder? Also im Wald ist das komisch, ne? Also ich meine... Im Wald wird nicht gesehen. Nee, man sieht keine Wildschweine und dann so nette Leute wie euch da auch nicht. Ne? Wir kennen es ja eh schon, ne? Wir sind zweimal schon über den Weg gelaufen. War lustig. Und jetzt mal richtig, ne? Kennst du die Gegend hier? Also ich habe hier in der Nähe... vor dem Studium mal verschiedene Lehrgänge gemacht. Und ja, von daher kenne ich das. So Saumagen, Wurstsalat, also alles so Sachen, wo man sagt, ups, das sättigt. Was essen wir denn heute eigentlich? Also ja, nicht, dass ich das hängt davon ab, was wir uns zutrauen. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen gucken. Ne? Okay. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht. Mehr, als wir mitnehmen können. Für die Verpflegung ist gesorgt. Und auch für das Equipment, das für die zweitägige Wanderung gebraucht werden könnte. Aber ich würde mal sagen, bevor wir jetzt packen, vielleicht mal gehen wir zuerst mal den Turm hoch, dass man mal guckt, wo wir überhaupt sind. Ich habe gehört, es sind zu viele Stufen für mein Alter. Ich glaube, wenn wir unten sind, wir können auch hier das Lager aufschlagen, anschließen und direkt hier kochen. Also das können wir ja diskutieren. Wenn wir endlich sprechen wir eine Sprache. Ich würde sagen, wir gehen einfach erst mal. Also gut, dann gehen wir auf den Turm. Was ist das für ein Turm? Ist ein spezieller? Also der heißt Luitpold-Turm. Der ist irgendwie zu Ehren von dem Prinzregenten Luitpold gebaut worden, der aber hier nie war. Ah! So ist das. Aus Sandstein gebaut, über 34 Meter hoch. Vom Luitpold-Turm lässt sich fast der gesamte Pfälzerwald überblicken. Und natürlich auch die Wanderstrecke, die die drei vor sich haben. Hör, schön hier. Ja, und das ist ja auch der Bereich, wo wir lang wandern werden. Die nächsten zwei Tage so ein bisschen Richtung Burg da drüben. Diese kleine Kuppe, die da jetzt hier auf dem Rücken noch rausragt. Okay. Das ist das Endziel. Sieht sehr nah aus, aber na gut. Das sieht nicht nah aus. Nee. Das sieht überhaupt nicht nah aus. Ich finde, das sieht ganz schön weit weg aus. Da ist gar nichts an Weg. Ne? Wir machen jetzt wirklich hier durch den Wald durch. Nee, also wir laufen teilweise auf Wegen und du wirst sehen, das hat seinen Grund. haben wir Macheten dabei oder sowas? Nee, es ist kein Dschungel. Obwohl, ich meine, hier gibt es wilde Tiere. Hier gibt es Luchse zum Beispiel. Aber was natürlich viel interessanter ist, sind solche Viecher wie Zecken. Ne? Ja, so, da hast du mich. Ja. Ist das hier Gefährdungsgebiet für Zecken? Es ist überall. Also Zecken übertragen, also weit über die Hälfte der Zecken haben Borrelioseerreger. Und dieses andere, was man immer so hört, diese Hirnhautentzündung, da gibt es Risikogebiete, da sind wir hier offiziell nicht. Ich empfinde Borreliose aber auch grundsätzlich als gefährlicher, weil also ich habe es auch schon mehrfach. Was heißt das chronisch? Ich habe seit 20, 25 Jahren irre hohe Werte, Antikörper. Es ist die Frage, von wann das ist. Also ich habe, als ich angefangen habe, als Dienstanfänger, so hieß das ja bei dieser Beamtenlaufbahn, da hatte ich ich glaube, es war sogar der erste Tag, 50 Zecken, die sich eingebohrt haben. Also bei 50 habe ich aufgehört zu zählen. Ich persönlich sehe das trotzdem grundsätzlich entspannt. Die Borreliose, eine durch Bakterien hervorgerufene Infektionskrankheit, verursacht Muskel- und Gelenkschmerzen, ruft grippeähnliche Symptome hervor und kann sogar die Organe befallen. Lange Hosen sind der beste Schutz vor Zecken, auch hier im Pfälzerwald und seiner Kernzone. Und darf man also ist das für uns jetzt was ganz Exklusives, dass wir da rein dürfen, oder heißt das dann auch, dass man als Mensch eigentlich gar nicht da rein darf? Also auf den Wegen darf man normalerweise eben auch rein. Ne? Also wir machen heute nichts, was man auch als Waldspaziergänger nicht darf. Das Einzige, was wir nachher machen, ist Feuer und das Nachtlager. Dazu haben wir eine Ausnahmegenehmigung. Das muss man sich genehmigen lassen, keine Frage. Aber alles andere, was wir heute draußen machen, ist völlig regelkonform. Okay, schade eigentlich. Ist nicht so unser Ding, regelkonform. Ne? Ich würde gerne gegen ein paar Regeln verstoßen. Sag mal so, ja, ich habe da noch was in petto. Lass dich überraschen. Ja. Okay, komm, packen wir's. Bleibst du hier? Nee, muss mit. Jetzt geht's ans Packen. Die kleine Wandergruppe muss sich selbst versorgen. Lebensmittel, Wasser, Kochgeschirr. Alles, was sie für die nächsten beiden Tage brauchen, müssen die drei Männer auch selber tragen. Aber es gibt doch diese ganzen mega ausgestatteten Outdoor-Typen, die verkaufen ultraleichte Alupfannen. Ja gut, die lassen sich so fotografieren wie du und das sieht dann leicht aus. Das Ding wiegt so viel wie mein Rucksack jetzt. Hannes! Ich trage keine Pfanne. Ja, genau.
Halt komm, mal diese Pfanne. Ich nehme die, ja genau. Das ist einfach die leichteste Pfanne der Welt. Ich überlege nur gerade, ob man... Also komm, die nehme ich, komm. Was haltet ihr denn von Rohkost? Was haltet ihr denn von Restaurantbesuch? Finde ich am besten. Nee, aber... Und ich habe ein Handy dabei. Das heißt, wir können eine Pizza bestellen. Fast Food bestellen. Die finden uns nicht. Außerdem ist da kein Empfang. Letzte Vorbereitungen. Dann geht es los mit vielen Erwartungen und großen Hoffnungen in Peter Wohleben. Ich glaube, der wird uns alle gut bekochen, der wird uns Brot backen, er wird uns beschützen und bei Laune halten. Oder? Oder nicht? Schwer beladen und ohne Handyempfang, so ziehen sie in den Wald. Mit im Gepäck leichte Zweifel, zumindest was die Versorgungslage betrifft. Ich meine, ich bin ein verwöhntes Menschenkind. Ich gehe sehr gern zum Italiener und zum Thai und lasse mich wahnsinnig gerne bekochen, weil ich selber nicht kochen kann. Aber das Einzige, was heute Abend wahrscheinlich schwerlich ausfällt, ist, ich sag mal, die lukullische Qualität unseres Abendmahls. Ansonsten finde ich das eine ganz, ganz tolle Idee, einfach mal mitten in Deutschland eine Nacht im Wald zu verbringen. Ich finde es aber schon, ich muss schon ein Kompliment machen. Ich finde es super, dass du eine Bergabstrecke gewählt hast. Ja, super, dass irgendwann geht's. Wie jetzt kommt was bergauf? Irgendwann geht's auch mal wieder bergauf. Peter, was haben wir hier denn für Kissenfüllung? Das ist Esskastanienblüten. Ach, das ist von der Marone? Ja. Die kann man dann wirklich essen, ja? Also hier kommen jede Menge Touristen raus, die dann Esskastanien sammeln oder so mitgebracht haben, die Römer als Marschverpflegung. Ne? Ja. Ach, die haben das angepflanzt als für die Soldaten, ne? Also jetzt gut, die hier natürlich. Ach, aber die hier, das hier auch, oder was? Ja, ach, das ist das wirklich hier, als Marschverpflegung? Da ist schon die erste, ja, also jetzt natürlich schöner nicht mehr. Baum, nein, aber der Bestand der Esskastanien, also so ist sie hergekommen, ja. Ach was, okay. Und die sieht aber der normalen Kastanie relativ ähnlich, oder? Also, ja, relativ. Sie hat halt relativ große Blätter, aber ja. Also, da kann man das herrliche Püree rausmachen, das ist lecker. Super lecker, ne? Oh. Ja, und sind toll. Gerade in so einem Braten, im Tofu-Braten meine ich. Tofu-Braten. Nein, wobei ich habe meinen Fleischkonsum extrem minimiert, Hannes. Wirklich. Du musst dich, ey, pass auf, ich bin da völlig um mich. Nein, ich möchte gerne Vegetarier werden. Drei Männer, eine Gemeinsamkeit. Das Bücherschreiben. Peter Wohleben hat mit seinem Buch Das geheime Leben der Bäume einen internationalen Bestseller gelandet, aber auch heftige Kritik geerntet. So, und was war denn die Bandage, die diese Forstwissenschaftler gegen dich haben? Was war das sachliche Argument? Nee, das sachliche Argument, das sind alles Märchen. Wenn ich sage, dass Mutterbäume ihren Nachwuchs mit Zuckerlösung unterstützen, also ich schreibe dann, erkläre das alles und schreibe dann hinten im Buch, das ist quasi, als wenn der Mutterbaum seinen Nachwuchs stillt. Und dann sage ich, ey, kann man nicht sagen, das stillt die. Also das ist doch jetzt auch wirklich. Da geht es aber doch nur um die Verwendung. Ja, natürlich, das ist eine Metapher. Weil wegen der Vermenschlichung von Bäumen. Richtig. Dass man nicht das denkt. Ist genau der Punkt. Und du bist denen auch zu popularwissenschaftlich natürlich. Ja, und dann kommen wir an den Punkt, sie sehen sich, und zwar zu Recht, in die Ecke der Massentierhalter gedrückt. Ne? Ja. Und zwar in Bezug auf Bäume. So, das ist das halt. Ne? Aber. Mir wurde in den 70ern, Peter, noch in der Schule beigebracht, dass Fische kein Nervensystem haben, ja, genau. Kein Schmerzempfinden. Jetzt gibt es Aufnahmen aus Brasilien, wo die im Chor singen, ja, und kommunizieren wie verrückt. Wissenschaftlich belegt, heiß diskutiert. Kommunizierende Fische, außerdem Bäume, die sich untereinander verständigen. Die Waldführung geht weiter Richtung Kernzone. Ich möchte einen Stock haben, einen Wanderstock. Neben der Buche sind hier auch die Kiefern und Eichen heimisch. Der Pfälzerwald ist aber auch ein Mischwald mit Migrationshintergrund. Seit vielen Jahren macht sich hier vor allem eine Nordamerikanerin breit. Ja, die, zum Beispiel, wenn hier diese Douglasien, das sind diese nordamerikanischen, ne? Und die sind importiert worden, ne? Importiert, haben hier nichts verloren, aber gut, jetzt sind sie halt da. Riechen aber lecker. Ja. Ich meine, das sind tolle Bäume, also das muss ich auch sagen, ich bin ja kein Nadelbaumhasser oder so. Ja, das ist so ähnlich, als wenn hier ein Elefant steht, ne? So ein kleiner. Sagst du mir eine Schuhe, machst du denn hier? Aber diese Bäume werden bald an der Außengrenze zurückgewiesen. Das ist vorbei. Ja, also es gibt dann so, wie heißen die Dinger, Transferlager? Nee. Genau, es gibt dann Ankerzentren. Ankerzentren, also auch auf Neudeutsch Sägewerken. Nee. Genau. Auch nötig. Aber das riecht aber wirklich ganz toll. Ja. Ist das verspeisbar? Also ja. Das könnte auch ein gutes Gewürz sein, ne? Isst du das gerade? Isst du Tannen gerade? Okay, wir finden den Weg auch alleine, ne? Ne, schmeckt gar nicht schlecht. Na, vielleicht doch. Doch, schmeckt schlecht, ja. Aber ja. Apropos hier so Nadelbäume. Ja. Die Tannen,
Da wachsen doch die Zapfen nach oben. Ne? Richtig. Und es gibt doch dieses berühmte Bier, das ich jetzt nicht nenne, weil es wäre ja Markennennung, wenn ich Tannenzapfen also sage. Wie, ja, genau. Aus dem Sendegebiet. Und da ist doch ganz klar ein nach unten wachsender Zapfen zu sehen. Ja, also ist es, müsste, Fichte. Es Fichte, müsste das jetzt, um den Markennamen nicht zu nennen, Fichtenzäpfchen heißen. Ist das vielleicht, weil wenn man es nämlich trinkt, dann ist es wieder richtig rum, habe ich mich gefragt. Genau. Vielleicht ist es das. Bin ich noch nicht drauf gekommen. Siehste? Hast du von mir auch mal was gelernt über Bäume? Hättest du das gedacht? Also echt, da muss ich 54 werden. Aber war das Blitz hier? Blitzeinschlag? Nee, der ist einfach, das ist eine alte Buche, die ist ganz normal abgestorben oder abgebrochen, kann auch im Sturm sein, aber die war vielleicht auch vorher schon ausgefault. Und die bleibt stehen, unter anderem deswegen, weil wir jetzt in diese Kernzone kommen von dem Biosphärenreservat. Das heißt, also das ist jetzt ein Bereich, da wird nichts mehr gefällt, nichts mehr weggemacht. Die Wege hier, die lässt man jetzt auch verfallen. Es gibt jetzt noch diesen kleinen Pfad und das dauert natürlich 500 Jahre, bis da wieder ein richtiger Urwald draus ist. Aber eigentlich ab der Stunde Null, und die ist ja hielt sich schon ein paar Jahre zurück, fängt der Wald an, sich wieder zu verändern. Dann sind es ja gar keine 500 Jahre. Nee, es sind 400, ja, weiß ich nicht, 470, 480 Jahre. Die Kernzone in einem Biosphärenreservat. Die Glasglocke unter einer Glasglocke. Der größte Feind der Bäume. Der Mensch darf hier höchstens als friedlicher Besucher das Gebiet betreten. Und so könnten diese Bäume hier viele hundert Jahre alt werden. Was ist denn der größte Feind eigentlich vom Baum? Also außer des Menschen, außer dem Menschen, der da... Pilze zum Beispiel. Und wenn ich jetzt, was man ja früher gerne gemacht hat, wenn ich jetzt da ein Herz mit H und P reinritze, tut das dem Baum weh? Mhm. Schon, ne? Soll man nicht machen. Soll man nicht machen. Also wenn du es nur in die äußere Rinde machst, dann ist es noch egal. Aber dann sieht man es eben irgendwann auch nicht mehr. Weil das schubt sich ab wie unsere Haut. Ja. Aber wenn du durchgehst bis aufs Kambium, das ist so wie bei uns bis aufs Blut. Kambium? Kambium, das ist die Wachstumsschicht, die da zwischen Rinde und Holz ist. Wenn du auf diese lebendige Schicht kommst, ne, also es wäre wie bei uns bis aufs Blut geritzt, dann bleiben die Narben lebenslänglich, aber bei uns auch. Ne? Aber es bleibt nur in Anführungsstrichen die Narbe, aber er trägt keinen wirklich sein Lebensgefährlich reinkommt. Nein, ist kein Lebensgefährlich. Ja, also von der Narbe werden wahrscheinlich keine Pilze reinkommen. Es wird ist kein lebensgefährlicher Schaden. Nein. Also muss man sagen, wenn es die große Liebe ist, würde ich sagen, okay, einmal im Leben sollte das okay sein, aber wenn man da alle drei Wochen wechselt, dann brauchst du ein bisschen viele Bäume. Okay. Ja, Hannes, da bräuchtest du einen ganzen Wald für dich, ne? Papalapap. Peter Wohlebens große Liebe ist grau, glatt und zeigt nur selten im Alter eine Borkenbildung, die sommergrüne Buche. Über ein Drittel aller Bäume hier sind Buchen, die bis zu 40 Meter hoch werden. Ich finde das aber auch so klasse, wenn die Bäume so groß sind einfach. Ne? Also, ja gut, vielleicht liegt es auch in meiner Größe. Boah, da ist mal jemand größer als Endlich ich. Endlich mal einer größer Endlich als ich. Endlich mal einer größer Leben. Als ich. Blickt man rund 30 Jahre zurück, da sah die Welt hier noch ganz anders aus. Der Regen war sauer. Den Wäldern ging es schlecht. Das Schlimmste musste befürchtet werden. Sag mal, Peter, als ich Kind war, da gab es in allen Medien ganz furchteinflößende, dystopische Zukunftsvisionen. Waldsterben. Bald gibt es keinen Wald mehr. Man hat jetzt nicht den Eindruck, dass das eingetreten ist. Nee, ne, war es übertrieben? Nee, es war auf gar keinen Fall übertrieben. Ich habe als Student, weiß ich noch, gedacht, wenn ich fertig studiert habe, gibt es keinen Wald mehr. Ja. So war ja damals wirklich die Denke, es handelt sich um wenige Jahre. Genau. Hätte auch passieren können, es war auch wirklich so schlimm. Und dann hat eben die Umweltbewegung in Deutschland eingesetzt. Die Grünen sind zum Beispiel auch als Partei ganz stark geworden dadurch. Und es ist wirklich so, das ist ein politischer Erfolg der Umweltbewegung, dass die Luft sauber geworden ist, zumindest in Bezug auf diese Schadstoffe. Aber weil die Öffentlichkeit auch sozusagen wachgerüttelt wurde. Das war nicht die Vernunft der Politiker, auf gar keinen Fall. Ja. Das waren erstmal ja wirtschaftliche Einbußen. Ich weiß noch, ich hatte damals ein Polo nachgerüstet mit so einem Billig-Cut. Da gab es ja die Regel nicht. Und dann war extra ein Aufkleber, jetzt schon mit Katalysatortechnik. Toll. Wow, man hat sich gefühlt wie so ein Umweltengel. Das war aber auf einmal so eine Aufbruchsstimmung. Und da hat die Politik eben nicht gegenhalten können und ist dann mitgegangen. Und dadurch ist der Wald gerettet worden, ja. Es geht weiter durch den geretteten Wald. Damit ein Wald sein typisches Klima bilden kann, muss seine Fläche mindestens 4 Quadratkilometer groß sein. Das ist doppelt so groß wie Monaco.
wir können mal langsam hier ans Übernachten denken. Ja. Und zwar, ich würde einfach sagen, wir biegen mal ab. Guck mal, dass wir mal ein vernünftiges Plätzchen finden, falls es heute Nacht regnet. Das Waldklima ist geprägt durch geringere Sonneneinstrahlung und höhere Luftfeuchte. Somit kann die Temperatur im Wald bis zu 10 Grad Celsius kühler sein als in der Stadt. Ach. Zumindest während des Tages. Ist das unser Schlafplatz? Ja. Okay. Eine Höhle, oder? Hier können wir uns mit Laub ein bisschen was in eine Kuhle scharren. Schlafsack drauf, fertig. Schöne Aussicht, ne? Hier. Also das Feuer würde ich, glaube ich, zuerst anmachen, oder? Da kann man schon mal so Kaffee, Wasser oder. Nee, Kaffee wollt ihr ja nicht mehr, ne? Ich trinke gerne noch einen Kaffee. Ja? Ja, super. Guck mal, ist erst halb sieben. Ey, das ist voll Kaffeestunde, ne? Ich weiß nicht, ja, wann musst du denn ins Bett, Pierre? Es gibt ja gar kein Bett. Deswegen, Mano, Spielverderber. Open End. Für das Nachtlager liegt hier genug Holz und Laub. Das Übernachten und Feuermachen ist im Pfälzerwald aber nur in ausgewiesenen Camps erlaubt. Nur für diese Dreharbeiten haben Peter Wohleben und seine Waldgäste eine Sondergenehmigung bekommen. Also durch den Wald latschen darf man jederzeit, ohne Genehmigung und so weiter, aber Feuer machen, schlafen, da muss halt immer nachfragen. Schlafen auch? Schlafen auch. Feuer machen hätte ich jetzt nicht, klar, ist klar, aber schlafen darf man nicht. Ja, nee, muss auch nachfragen. Und was ist mit einem Mittagsschlaf? Ich glaube, das zählt nicht. Das zählt nicht, okay. Fast wie zu Urzeiten. Nur mit einem Feuerstein und Handfasern soll das Feuer entzündet werden. Eher desto besser, denn das Feuer vertreibt die Mücken, die immer mehr werden. Und Pierre erweist sich als Naturtalent. Ja, guck mal! Schnell! Hast du das jetzt gemacht, Peter? Es brennt gerade wirklich, es brennt. War das Peter oder war das Pierre? Geh mit dem Handy! Au! Ich sitze natürlich auch voll im Rauch. Ja, aber guck mal, jetzt kommen keine Mücken mehr. Das ist perfekt. Hervorragend. Ja, aber hallo. Ja, wir haben Feuer gemacht. Wir haben Feuer gemacht. Hat aber echt gedauert, ey. Nach dem Feuer kommt der Schlafplatz. Etwas höher gelegen, direkt nebenan, mit viel Laub und überdacht. Das qualmt ganz schön. Also ich weiß auch nicht, warum das so qualmt. Das ist so nass. Und gut? Eigentlich schon. Nur ich frage mich dann immer, ich weiß jetzt schon, ich schlafe hier. Und wach auf und eine Maus guckt mich an. Ja und? Weil das wäre noch die niedlichste Variante. Das wäre noch die niedliche Variante. Oder, ja, so eine Maus. Wohnt hier. So eine Maus hier, so ungefähr die Rückenhöhe, ne? Die. Sie nannten ihn Maus. Die kleine Maus könnte demnach auch ein Wolf sein. 2015 fand man im Pfälzerwald bei einem gerissenen Reh DNA-Spuren von einem Wolf. Rein theoretisch könnte er also auch heute Nacht hier vorbeischauen. Der Wolf in Deutschland. Immer noch ein Streitthema. Es kam erst großer Jubel, der Wolf ist zurück. Und jetzt schreien alle, abschießen, abschießen. Nein, 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 also das schreien nicht alle. Das muss man wirklich mal sagen. Naja, also in der Politik wird schon jägerfreundlich. Die Jäger sitzen alle schon da und reiben sich die Hände. Und das ist wirklich gruselig. In Niedersachsen wird schon wieder geschossen. Ja, ja, aber auch in der Politik und in der Gesellschaft sowieso spaltet sich das sehr. Also das eben gar nicht. Was hast du dazu? Wölfe sind völlig harmlos. Ich weiß. Also, die machen nichts und die werden auch super scheu. Für Kamerateams ein Albtraum, die kriegst du nicht vor die Kamera. Und die werden ja auch nicht hier wieder ausgesetzt. Die kommen ja einfach, die besiedeln alte Lebensräume jetzt wieder, wo die immer schon waren. So, und das ist ein völlig natürliches Phänomen. Die regeln das auch selber, weil die große Reviere haben 250, 300 Quadratkilometer. Und wenn andere Wölfe dort versuchen einzudringen, dann werden die wirklich vehement abgewiesen bis hin zu, dass die sich auch umbringen. Ne? Und mittlerweile sind erste Schäfer, das ist ja, also Jäger und Schäfer sind ja dagegen, erste Schäfer, die ein festes Rudel in der Gegend haben, die sagen, lasst mir das Rudel in Ruhe. Weil das Rudel hat gelernt, Elektrozäune zu respektieren. Und wenn fremde Wölfe kommen, die kennen die Zäune nicht, gehen die rein und holen sich die Schafe. Und wenn du das Rudel in Ruhe lässt, das verteidigt das Revier. Das verteidigt ja nicht die Schafe, aber das verteidigt das Revier gegen andere Wölfe. Aber ich meine, in der Politik wird der Abschuss schon wieder diskutiert. Ja, hör mal, hat der Lindner jetzt einen Jagdschein gemacht zum Beispiel? FDP-Lindner? Na klar. Unser Jagdschein gemacht? Möchtegern-Model? Ja. Wieso hat der überhaupt Zeit für sowas? Kann der ein Gewehr halten? Ich weiß ein bisschen nicht, warum er mit den Grünen nicht koalieren wollte. Das erklärt jetzt die Kollaps von Jamaika. Wann essen wir denn eigentlich mal was? Also nicht, dass ich Hunger hätte. Also ihr müsst mir sagen, was ich schälen, putzen, schrubben kann. Ich spüle danach auch gerne, aber
dieses Kreative. Wie spielen überhaupt? Das Spiel wird überbewertet. Premiere im Wald. Hannes Jennecke, der Schauspieler, der nicht kochen kann, greift zur Pfanne. Mit seinen Küchengehilfen betreibt er zum ersten Mal in seinem Leben Essenserwärmung. Aber Weinchen trinken wir, ne? Aber sowas. Aber sowas von. Klar. Es wird dann doch früher dunkel, als man denkt. Ja, ja, und es wird halt richtig dunkel, ja, ne? Hier gibt es halt dann gar keine Straßenlaternen. Ja, guten Appetit, ne? Ja, ebenfalls. Ja, guten Appetit. Das ist auch ganz gut, dass es so dunkel ist, dass man nicht so viel von dem Essen sieht. Mhm. Mensch, Hannes, das hast du jetzt gekocht. Dann müssen wir in den Wald. Kartoffel ist nicht ganz durch, leider. Mhm. Aber es ist doch ganz gut. Also, es ist halt Rohkost, heiße Rohkost. Also die Zwiebeln, die machen eh die ganze Würze aus, ne? Ja, jetzt davon haben wir aber nichts mehr. Die Zwiebeln sind weg. Mhm. Das war lecker. Kartoffel al dente. So, jetzt noch die Zigaretten drauf. Geile Idee. Ich glaube, das ist tatsächlich verdauungsfördernd. Oder? Pierre, du als Erster. Drehen dabei, du mal. Wie ein Profi. Das sieht aus wie eine Dampflok. Ja, guck mal, für mich reicht das noch, oder? Habe ich wirklich von dir gelernt. Mmh. Ist zu windig hier. Wie die reichen Leute. Wie die ohne Krups und Thyssens. Sorry, ich muss noch mal. Meine ist aus. Kann man nicht aneinander anzünden, kann man, so kann, man die, kann man das? Kann man die sogar aneinander anzünden? Geht das? Nein. Ist das Stilbruch? Okay. Das geht gar nicht. Geht also gar nicht im Sinne von also Stil? Geht gar nicht, ist bei mir ein Reizwort. Ja. Oder ist physikalisch unmöglich? Glaube ich nicht. So eine das geht wirklich nicht. Geht nicht? Aber du, das sieht sehr nach Verbrüderung aus. Ich finde es sehr schön. Mhm. So romantic. Mhm. Überleg nur gerade, was hast du gemacht? Ich habe mir nachts im Wald mit dem Peter die Zigarren aneinander gehalten. Okay, okay. Ach, hör auf, hör auf zu erzählen. So, dann bist du spitze geglüht, aber. Ja. Oh Gott, wir schlafen jetzt. Wir werden jetzt wirklich hier schlafen. Es gibt hier ein sehr hohes Insektenaufkommen, sehe ich. Ein hohes Insektenaufkommen. Ja. Ja, da würde ich mich dran stören. Das ist der einzige Rat, den ich dir geben kann. Ist so, ne? Also, das ist jetzt unser Schlafplatz. Nur noch mal, um zu beweisen, dass wir das wirklich machen. Ne? Das ist nicht hier, wir gehen dann ins Hotel, sondern wir schlafen jetzt wirklich hier. Sorry, Leute, dass es Intimsphäre war gestern. Ist in Ordnung. Ist schon morgen. Schönen Gruß an SWR. Also mehr hier. Geld fürs Equipment, bitte. Gute Nacht. Die Nacht geht, der Morgen kommt. Und Pierre M. Krause erwacht. Gleichzeitig mit Peter Wohleben. Morgen. Hannes schläft noch. Es ist 6.45 Uhr. Ich glaube, ich habe netto 33 Minuten geschlafen. Und wenn Hannesjenige sagt, dass er nicht schnarcht, glauben Sie ihm nicht. Von Wolf und Maus keine Spur heute Nacht. Besuch war trotzdem da. Das haben aber nur die mitbekommen, die unfreiwillig Nachtwache hielten. Heute Nacht hast du Tier, was unidentifizierbare Geräusche gemacht hat. Genau, es gab ein Tier, das hat Geräusche gemacht. Und ich habe so gut wie gar nicht geschlafen. Und ich war ja schon wach. Und dann habe ich gedacht, weil ich gemerkt habe, du bist wach. Und dann habe ich gefragt, Peter, was ist das? Und Peter sagte, ich habe keine Ahnung. Und ich dachte, hey, aber du bist doch der Waldtyp. Du weißt doch alles, was hier kreucht. Ich denke, es war ein Vogel. Da hatte ich ein bisschen Schiss. Dachte, wenn der das nicht kennt. Dann hat es doch gelohnt. Ja. Anders als die Tiere, die hier leben, hinterlassen Peter Wohleben, Hannes Jennecke und Pierre M. Krause keine Spuren im Wald. Boah, knass hier. Es ist am frühen Morgen.
Boah. Mit einem knackigen Anstieg startet Peter Wohlebens Waldführung in den zweiten Tag. Die Gruppe will heute noch ihr Ziel erreichen, den immerhin gut 500 Meter hoch gelegenen vorderen Windschattkopf. Und wieder warten spannende Entdeckungen. Seid ihr so langsam? Wir genießen nur. Ja, nee, hast vollkommen recht. Oh! Ein Kackhaufen. Ist das menschliche Kot? Nee, das ist ein Hirsch, oder? Ja. Oder Reh? Ja. Nee, Hirsch, die Reh ist. Und es ist vor allem frisch, ne? Ja, guck mal, hier sind ja auch überall. Überall sind hier Tierspuren. Das ist alles verwühlt und. Ach, guck mal hier. Auch ein Reh, ne? Ach, du liebe Zeit. Schön. Das ist jetzt ja ein bisschen gruselig. Bist du? Was war denn gruselig? So wie bei Herr der Ringe, ne? Ja. Nicht Herr der Ringe, Herr der Fliegen. Herr der Fliegen, genau. Ja, guck mal, das passt doch eigentlich. Oh, das wäre natürlich. Oh. Wenn wir jetzt noch 14 Tage hier wären, wäre das ein soziologisches Experiment und ich wäre der Häuptling, weil ich den Totenschädel habe. Genau. Und ihr meine Untertanen. Okay, soll ich schon mal huldigen? Ich bin der Herr des Waldes. Hört, hört. Die Herren des Waldes ziehen weiter. Mit dabei der Schädel eines Wildschweins. Dass an der Fundstelle sonst nichts mehr vom toten Wildschwein zu finden war, liegt daran, dass Füchse, Luchse oder auch Wölfe alles wegschleppen, woran sie noch Fleisch finden. Guck mal, hier ist übrigens ein, ich muss jetzt noch eine Runde Klug scheißen. Kommt ihr mal hier rüber? Ja, bitte. Der ewige Kreislauf von Leben und Tod. Und die nächste Leiche, ein verrotteter Baum. Holz ist aus Zellulose und Lignin, wie Glasfaserkunststoff. Zellulose sind die Fasern und Lignin ist der Kleber. Und dadurch wird das super stabil. Und wenn der Baum tot ist, fressen manche Pilze die Fasern, also die Zellulose, und lassen das braune Lignin übrig. Hier, das ist dieser Kleber, der noch übrig ist. Deswegen weißt du immer, wenn du braunes, dunkelbraunes, verrottetes Holz hast, das ist, boah, das sind diese Pilze eben, die jeweils die Fasern oder den Klebstoff fressen. Und es gibt ja Papier, wo steht drauf holzfrei. Ist ja eigentlich, ja, geht ja gar nicht, ja, ne? Ja. Und da fehlt dieses braune Lignin. Ach so. Das heißt holzfrei. Ich früher immer gedacht, was für ein Quatsch, ne? Kann doch Papier ohne Holz gibt's ja gar nicht, ne? Das ist doch ein würdiger Bestattungsort für Resi, oder? Na gut. Komm. Pfälzer Wald. Ein Füllhorn an Flora und Fauna. Nur Wasser scheint hier momentan Mangelware zu sein, zumindest für Wanderer. Kein See, kein Bach an der Strecke. Peter Wohleben will seinen Gästen dennoch den größtmöglichen Komfort bieten. Jo, dann. Das Wasser? Die Badehose auspacken. Das ist der Badeweih, den du uns versprochen hast. Ach schön, Mensch. Okay, ich habe von Wasser gesprochen, was nicht von oben kommt. Also. Mhm. Naja. Tjo. Ist aber Wasser, oder? Also für die Rehe reicht zum Saufen, ne? Also das ist übrigens eine Wildschweinsuhle. Also hinten, wenn man diese ganzen Ränder, hier sieht ihr, auch hier ist jetzt alles so schlammig. Da siehst du übrigens auch vor dir die Spuren, ne, wo die hier so durchgelatscht sind, vielleicht sogar heute Nacht. Das ist frisch, ne? Also wir haben sich hier gebadet und das Ganze auch ein bisschen parfümiert. Also Wildschweine riechen ja so nach Maggi, ne? Tatsächlich. Und hier ist der rechte Rand, brauner Sumpf. Mehr als ein Drittel der Flächen von Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind von Bäumen bedeckt. Seit anderthalb Tagen führt Peter Wohleben seine Gäste durch den Pfälzer Wald, der plötzlich den Blick freigibt auf den Ausgangspunkt der Wanderung. Hier, da ist der Luitpoldturm. Sorgi. Ach, da, das war unser Ausgangspunkt. Da oben das Ding. Das sind wir alles gelatscht hier. Also hier. Ich finde, das sieht eigentlich gar nicht so weit aus, oder? Das sieht total weit aus. Das ist, also sag mal, Luftlinie sind das 150 Kilometer. Mindestens. Mindestens. Das täuscht bei dem Wetter, sag mal, wenn das so diesig ist, sieht das immer so ein bisschen näher aus. Nee, also das ist wie unter einem Mikroskop. Sag mal, wir sind ja zwei Tage unterwegs, Peter, und wir haben kein einziges Tier gesehen, außer Insekten. Und ein Todes. Und ein Totenschädel. Aber das ist normal. Also, wir haben hier in Deutschland eine der höchsten Säugetierdichten der Welt. Und du sagst, wir haben nichts gesehen. Was stimmt? Ich auch nicht. Die verstecken wir waren sich. Nicht laut, wir haben ja nicht gehört. Nee, das nächste Reh, jede Wette, ist im Umkreis von 50 bis 100 Metern. Also wenn, sogar mehrere.
Die, weil die einfach scheu sind. Nee, drücken sich schön ins Gebüsch und die gucken jetzt. Was müsste man denn tun, außer natürlich achtsam sein und leise, auf dem Boden robben, tatsächlich mal einen Luchs zu sehen? Du musst laut sein. Wie, das verstehe ich nicht, aber der will. Sie unterhalten. Also wenn du, wenn haben du wir doch die ganze Zeit gemacht. Ja klar, das du schon mal. Du redest ohne Punkt und Komma, Peter. Gott sei Dank, wir lernen ja was. Je leiser du bist, desto weiter fliehen die. Ja, das ist eine. Zum Zweiten, wenn wir so viel miteinander quatschen, guckst du halt nicht so viel in der Gegend rum. Das ist aber, ich hätte tatsächlich jetzt eher angenommen, ich muss leise sein, mich irgendwo hinsetzen und warten an der Lichtung, bis was kommt. Das kannst du machen. Ja, aber es kommt halt nicht. Nee, also wir haben zum Beispiel mal auf einem Parkplatz hier bei mir im Revier gewartet mit einem Kollegen. War auch im Sommer, die Sonne schien. Und da ist 50 Meter vor uns in aller Ruhe eine Wildkatze über den Parkplatz gelaufen. Die ist auch selten geworden. Ja, also die gelten auch als sehr scheu. Aber die hat das gepeilt, ne? Mhm. Dann läuft die, ich dachte auch am helllichten Tag, okay. Katzen sind schlecht für die Vögel, ne? Also Hauskatzen, ja. Also Wildkatzen, die sind ja, kommen ja ganz geringe Zahlen vor. Aber Hauskatzen, ja, die fressen schon ordentlich was weg, muss man sagen. Alles, was im Wald leise ist, birgt für die Tiere Gefahr. Der Luchs, der Wolf, der Jäger. Lautredend bringt Peter Wohlleben seine Gäste an die Grenzen zwischen der naturbelassenen Kernzone und dem bewirtschafteten Wald. Der Weg ist die Grenze zwischen Naturschutz und Forstwirtschaft. Fällt euch hier was auf? Also zwischen der und zwischen der Seite? Bäume? Keine Bäume. Ja, was könnte man daraus schließen? Kahlschlag. Was? Kahlschlag? Kahlschlag. Das war mal. Kahlschlag. Das muss ja mal Wald gewesen sein hier. Ja. Gehe ich mal von aus. Also ich kann es aber auflösen. Also das hier ist Wirtschaftswald und das hier ist Schutzgebiet. Was heißt Schutzgebiet? Das Schutzgebiet schöner... heißt, da wird die Natur geschützt. Sieht man das nicht? Das heißt, der Jäger, der hier sitzt, darf da nichts abknallen. Nee, also das wird wirklich so gemacht. Also hier wird nicht reingeschossen. Aber, und du darfst übrigens auch nicht hier reinlaufen, ne? Echt? Also wirst nicht direkt verhaftet, aber das ist, weiß ich nicht, glaube ich, eine Ordnungswidrigkeit oder so. Da, das hier darfst du durchlaufen, machen, was du willst so das ungefähr. Das sieht auch aus wie ein Schrotthaufen eigentlich, oder? Ja, aber das ist, immerhin stehen da noch Bäume. Und hier, das ist die Kernzone vom Biosphärenreservat. Hier darf Natur Natur sein. Und deswegen wird hier einmal im Jahr auch gemäht. Aber du darfst nicht durchlaufen. Und du siehst ja auch hier so frische Treckerspuren, ne? Einmal gewendet. Also die Maschinen dürfen hier rein, wenn du da reinläufst. Dann bist du ein Störer. Stimmt, denn ich würde ja viel mehr kaputt machen als so eine schwere Maschine. Ja. Ja. Ne, ja. Also gut, also nichts gegen Wiesen. Ne? Also da sind immer ein paar Blumen. Aber das ist doch einfach nur eine Wiese jetzt, oder? Was ist da jetzt? Und vor allem so Schmetterlinge, die siehst du sonst nirgendwo mehr. Hier fliegen Schmetterlinge rum. Da fliegen Schmetterlinge rum. Der Mensch ist ein Augentier. Du siehst Schmetterlinge, du siehst Blumen und sagst, boah, das ist doch schön. Ne? Und der Wald hier hinten dran, das ist alles braun unten drunter. Aber der Wald sieht doch schön aus da hinten. Ja, also schön und Natur sind aber manchmal Unterschiede. Ne? Ja, genau. Also Natur muss nicht schön sein. Besser als wir. Ja. Und auch wenn du hier ganz viele Arten siehst, hier im Laub sind rund 10.000 Tierarten. Aber die meisten davon sind halt klein und hässlich. Zum Beispiel, aber hier in der Wiese doch auch, oder? Es gibt, nee, hier eben nicht mehr. Es gibt alleine 600 Arten an Hornmilben. Und da denkst du immer direkt, Hausstaub. Ne? Ja. Oder Zecken, das ist ja auch so ein wildes Tier. Aber man weiß gar nicht, was diese machen. Und es sind auch noch gar nicht alle Arten entdeckt. Und es würde auch keiner für eine Hornmilbe Nationalpark einrichten, oder? Würdest du sagen, hier. Aber sie haben für Molche schon Autobahnen umgelegt. Ja, für Molche. Das ist ja auch schon ein bisschen, ne? Zu verhindern, ja, schon ein bisschen netter. So, da ja, das haben sie nicht geschafft, hat nichts geholfen. Ja. Und was sagst du so zu unserem Lieblingskonzern Bayer, Monsanto und deren Pestizid- und Neonicotinoid-Politik? Ja, das ist furchtbar. Ne? Also das muss man sagen, das ist auch der Grund, warum ich auch gegen so eine Wiese im Wald nichts habe. Ne? Wo man sagt, gut, also wenn sonst alles kaputt gespritzt wird, dann ist das halt eine kleine Oase, auch wenn das eigentlich Wald wäre. Dann kann man sich sowas mal gönnen. Und wenn es nur... Aber das ist doch für Bienen und Hummeln ist es doch ein Paradies, oder nicht? Ja, für die ist es ein Paradies. Also Bienen und Hummeln leben normalerweise auch nicht im Wald. Das ist auch ein Irrtum. Wovon sollen die auch leben? Wildblumen, oder? Wildblumen gibt es im Sommer im Wald fast nicht. Aber hier blüht doch noch ganz viel. Aber das ist ja kein Wald. Genau, also, hier Bäume. Das ist nicht zu. Das ist eine Waldwiese. Das ist doch ein Schutzgebiet. Das ist ein Schutzgebiet. Deswegen stehen wir ja hier und nicht da. Die Bäume machen es möglich. Der Boden, auf dem sie stehen, beherbergt eine viel größere Artenvielfalt als eine Wiese, auch wenn sich diese in einer Schutzzone befindet. So, gleich haben wir's. Was haben wir gleich? Was haben wir denn gleich? Was haben wir gleich? Das Ende naht. Nein, also gleich geht's nochmal richtig bergauf. Du wolltest mal richtig bergauf gehen. So richtig bergauf. Ja, also ist nicht viel. Gut. Kriegen wir noch hin. Die Träger kommen gleich, ne? Ja, ich würde so ganz klar wissen, müssen wir auch gucken, weil ich habe das erste Donnern gehört. Das zieht ja hier total zu. Also ich glaube. Nee, das war der Blumenkohl von gestern Abend. Entschuldige bitte. Ich würde gerade sagen, eine halbe Stunde wird es regnen. Aber gut, wenn du es bist, dann würde ich sagen, gehen wir, ne? Geh halt ein bisschen hinter mir. Oder ab vom Wind. Das Ziel der Waldführung naht.
Der vordere Windschattkopf. 521 Meter über Normal Null thront hier der Windschattfelsen. Eine atemberaubende Aussicht wartet auf die drei Waldwanderer. Doch es lauert auch eine Gefahr. Noch in sicherer Entfernung zieht aus Frankreich, von den Vogesen, ein Gewitter auf. Tagsüber oder bei Nacht, im Sommer wie im Winter, ist der Wald faszinierend. Nur bei Gewitter muss man ihn fürchten. Gewitter das jetzt noch, meinst du? Ja, ja, doch. Oh, es hat schon gerollt. Guck mal, wie schnell das zugezogen ist hier. Nur hier, zack, alles dunkel. Und ich glaube, wir sind gerade rechtzeitig angekommen. Ah, Stufen. Das hatte ich mir noch gewünscht. Noch mehr Berge. Und hinten regnet schon. Siehst du? Ja. Es ist sehr, sehr vernünftig, wenn ein Gewitter aufzieht, an den höchsten Punkt zu gehen, ne? Ja, sag ich mir auch immer. Ja, am besten neben einem Baum. Aber man sagt doch immer, Buchen sollst du suchen, Eichen sollst du weichen, wenn das Gewitter kommt im Wald. Ja, ist Quatsch. Erste Tropfen. Oh, guck mal. Also, bei Buchen ist es so, da bildet sich, weil die eine glatte Rinde haben, ein durchgehender Wasserfilm auf der Rinde. Und wenn da der Blitz einschlägt, läuft der auf der Rinde ab. Und man sieht es hinterher nicht am nächsten Tag. Und bei einer Eiche, die hat eine raue Rinde, da unterbricht der Wasserfilm. Und der Blitz geht im äußeren nassen Holz runter, das reißt auf und am nächsten Tag siehst du dann eine Blitzrinne. Das war der schlechtere Blitzableiter sozusagen. Ja, dann haben die Leute gesagt, okay, also in der Eiche schlägt der Blitz ein, in der Buche nicht. Also er schlägt in beide Bäume ein. Also bei dem Wetter hier. Die waren so dumm. Also ich würde mal vorschlagen, so zum Abschluss, ne, wir sind jetzt hier auf dem Windschattkopf, sollen wir zum Abschluss noch mal so ein bisschen die Landschaft genießen? Ja, da sieht man noch ein bisschen ruhig hin. Da drüben. Ja. Frankreich. Außer Vogesen, nichts gewesen. Deine Nachbarschaft, ne? Oh, schön. Jungs, das hat Spaß gemacht. Es war ganz schön so ein paar Tage ohne Abgase und Dieselfeinstaub. Die Luft wird frischer, der Wind stärker. Der Regen kommt und mit ihm naht auch das Gewitter. Also gestern hätte ich gesagt, scheiß Regen. Und heute sage ich, kostenlose Dusche. Gib mir ein bisschen Duschgel. Perfekt. Und ich nutze es aus. Das ist super. Danke, Natur. Wie ist das mit dem Blitz? Der würde uns jetzt schon, also Aber Kiefern sind super Blitzableiter. Schlägt immer beim Höchsten ein. Ich setze mich mal gerade ein Stück tiefer. Ah, stimmt. Also, so schön wie es ist, aber das Gewitter, also es wird doch immer heftiger. Komm, lass uns runtergehen. Also gut. Mit Ether. Nützt nix. Müssen wir mal runterkommen. Schaffst du es noch? Aber danke. Gerade noch rechtzeitig endet die Waldführung mit Peter Wohleben. Für seine Gäste waren das zwei lehrreiche und spannende Tage und eine fast schlaflose Nacht. Peter Wohleben ist von Pierre M. Krause überrascht und in Hannes Jennecke findet er einen Gleichgesinnten in Sachen Naturschutz. Wir konnten uns unheimlich lange unterhalten. Von Elektroautos hat jetzt nicht direkt was mit Wald zu tun, bis hin aber zu ganz tiefen Waldthemen. Pierre habe ich als sehr lustigen Menschen eingeschätzt, was stimmt, kann aber auch sehr ernst sein und ist auch wahnsinnig naturbezogen. Also von daher waren das ja so wie die drei von der Tankstelle. Ohne Tankstelle. Peter ist, glaube ich, was den Untergang unserer Umwelt betrifft, optimistischer als ich. Das tut mir mal gut, mit jemandem zusammen zu sein, der nicht sagt, es geht alles im Bach runter, da ist nichts mehr zu retten. Insofern hat mir das sehr gut getan. Ich bin völlig baff, wie wenig ich über die eigene Heimat weiß. Insofern war das für mich ganz toll. Die Tage waren sehr, sehr schön. Die waren erkenntnisreich und erlebnisreich. Und ich sage das frei von jeder Ironie mit zwei unfassbar sympathischen Typen, mit denen ich das auch privat machen würde. Wisst ihr was, Jungs? Ich werde meinen treuen Kameraden an den nächsten Wandersmann übergeben. Vielen Dank, du hast mir gute Dienste geleistet. Möge ein weiterer mutiger Mann Wanderer stark genug sein, dich richtig in die Erde zu stecken.